Ja, wunderbar. Wir sind jetzt wieder online und haben heute Carmen Lama als Gast, als Gesprächspartnerin vom Label Thanks God Fairwear. Carmen, dieses Label hat ja auch einen Ursprung oder einen Bezug zu Nepal. Warum Nepal? Ja, ich bin eigentlich schon seit 2006 regelmäßig auf Nepal reisen. Und haben aber lange eigentlich geschafft in der Telco-Branche, in der Unternehmenskommunikation und irgendwann habe gefunden, so, jetzt muss ich was ganz anderes machen. Und habe dann ins Blaue rausgekündigt und mir ein Jahr freigenommen und bin natürlich dann auch gerade wieder auf Nepal. Und habe dann dort in einer Frauenorganisation angefangen zu arbeiten. Und die Frauenorganisation ist heute die Organisation, die für uns Schals produziert, die wir verkaufen. Also die Geschichte hat eigentlich dort den Anfang genommen, weil ich mich schon immer begeistert habe für traditionelles Handwerk. Und das aber auch zu kombinieren mit dem Schweizer Design und natürlich fair produzieren. Es ist eigentlich eben so faszinierend, wenn man entweder noch mit ganz, ganz alten Strickmaschinen arbeitet oder eben mit einem Teppich, wo wirklich jeder Pixel von einem Bild noch an einzelnen Knoten wird, der von Hand gemacht wird und wo die Leute wirklich mit dem Auge noch arbeiten und das Muster anschauen, was sie dann nachher knüpfen. Das hat wieder Qualität, das hat Leben und es macht einfach auch Freude, den Leuten dazu zu schauen, so zu arbeiten und dann das natürlich mit unserem eigenen Design und unseren Ideen können zu kombinieren und etwas Schönes daraus zu machen für unsere Kunden. Wie wird das denn kontrolliert? Was heisst überhaupt, dass es fair produziert wird? Ja, wir sind natürlich jedes Jahr vor Ort. Also wir versuchen, würde am liebsten zweimal gehen, wenn es irgendwie geht. Wir sind sehr eng im Kontakt mit all unseren Produzenten. Ich habe aber, ich denke immer so, ja, Kontrolle, das ist so ein westliches Denken, dass wir schauen müssen, wie die arbeiten. Und ich glaube, da muss man ein bisschen davon wegkommen, wenn man auch Vertrauen hat, dass es auf der ganzen Welt Menschen gibt und Produzenten gibt, die sich für ihre Leute einsetzen und die möchten, dass es ihnen gut geht und dass sie einen tollen Arbeitsplatz haben und einen super fairen Lohn haben. Und mit solchen Leuten arbeiten wir auch zusammen. Und das ist mir persönlich extrem wichtig, dass wir diese Partnerschaften haben und pflegen. Sehr schön. Was heisst für die Inspiration und wie setzt sich das, wie kommt denn das am Schluss überhaupt auf so einen Tepper? Meine Inspiration ist ja nicht etwas, wo man einfach kann sagen kann, so und jetzt zack, bin ich inspiriert. Oder? Es ist ja etwas, das entsteht eben beim Reisen oder beim guten Gespräch oder wenn man in der Natur draußen auch ist. Wir haben Teppich schon gemacht aus Fotografien, wo wir zum Beispiel eine schöne Wand fotografiert haben in einem malerischen Dorf in Frankreich. Oder jetzt kommt dann auch unsere neueste Kollektion aus, wo wir mit Blättern arbeiten oder auch mit Wänden arbeiten, wo man eigentlich dann eben in den Teppich umsetzt. Aber man hält auch Leute, die ihre eigenen Bilder mitbringen, also eine Fotografie oder eine Grafik, die sie gemacht haben. Jetzt würde es, glaube ich, mich und auch die Zuschauer mitnehmen. Wie sieht es überhaupt bei dir aus? Also wie gesagt, wir sind ja im Ultergasse 8 daheim, aber im Dachgeschoss. Also uns nicht kann suchen da in der Strasse. Das sind jetzt zum Beispiel so Teppichdesigns, wo wir natürlich auch kleine Samples davon haben. Wir haben da auch noch zum Beispiel einen grossen aus unserer aktuellen Kollektion. Wir haben dann aber in unserem Showroom eben auch noch andere davon, die man kann anschauen kann. Dann da sieht man jetzt ein paar von unseren aktuellen Schals, die wir verkaufen, wo wir mit Leinen arbeiten, Wolle und im Winter vor allem natürlich auch mit Kaschmir arbeiten. Mal noch weiter. Da sieht man noch so ein bisschen Schmuck, den wir machen, der handgehäkelt wird, wo wir auch mit einer kleinen Frauenorganisation arbeiten. Und da sieht man jetzt zum Beispiel auch noch so eine Farbpalette, wenn man möchte, den Teppich machen möchte. Insgesamt 2000 so kleine Farbmüster, wo man dann nach Wunsch eigentlich die Farben zusammenstellen von seinem Teppich mit uns. Und wie gesagt, haben wir auch noch etwas Kleider. Ich habe jetzt da einfach ein paar aufgestellt, wo wir zum Beispiel mit Bambus arbeiten, mit Hanf, mit Biobaumwolle, Leinen und Tänzen. Danke vielmals für den Einblick. Sehr gern. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss miteinander.